Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Summer Car. Oh nein. Wo meine Maus gerade wieder abkackt. Jetzt funktioniert sie wieder. Wir wollten heute losfahren, ne? Ich habe gesagt, ich hack Holz. Habe ich auch. Aber ich wollte mal kurz gucken, ob wir die Lichterkette ans Auto machen können. Ja, das funktioniert sehr gut. Xmas Lights. Alter, unter Bodenbeleuchtung. Okay. Sehr geil. Ja, klar. Nehmen wir. Sehr cool. Müsste man sich nachts vielleicht mal angucken. Hey, wir sind das sowieso gerade fertig, ey. Egal, wie spät ist denn das überhaupt jetzt? 4:15 nachmittags. Ah, toll, wenn wir jetzt... Egal, komm. Wir wollten den Anhänger mitnehmen, aber mit unserem Laster. Und zwar... Nicht mit dem Trecker, wenn das denn überhaupt funktioniert. Eine Anhängerkupplung hat der LKW, ja. Machen wir schon mal... Dings an. So, ordentlich hinsetzen. Tür zu, bitte, danke. Driving Mode entern. Handbremse können wir auch schon mal lösen. Ja, ich weiß, du drehst durch. Ich dachte, den hat er schon endlich vorgeglüht, ey, den Rest. Aber nein. Hat er nicht. Egal. Funktioniert er trotzdem. So, wir müssen jetzt zu unserem Shoppen fahren. Da steht nämlich der Hänger voll mit Holz. So. Oh, warte mal. Ja, gib Gas. Ist er denn jetzt dran? Oh, jetzt ist die Maus wieder abgekackt. Eigentlich hätte ja die Folge gestern schon kommen sollen. Es tut mir auch leid, dass sie jetzt erst kommt. Ne, kuppelt nicht an. Aber nach hinten geschoben hat er ihn ein bisschen. Ich war am Überlegen, ob ich überhaupt aufnehmen soll, weil meine Maus irgendwie Zicken macht. Und zwar fällt die dauernd aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich dagegen machen soll. Ich habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert. Wie Neustart oder... anderen Steckplatz vom Motherboard und so. Aber funktioniert nichts. Wir haben jetzt schon eine neue bestellt. Aber ich habe gedacht, toll, wenn du jetzt eine Woche lang nicht aufnehmen kannst, ist ja auch Shit, wa? Deswegen habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, einfach mit dieser Maus aufzunehmen. Geht halt nicht anders. Ja, ich krieg den Hänger nicht angehängt. Was tatsächlich ein bisschen doof ist, weil ich dachte, das funktioniert vielleicht. Shit. Da habe ich gehackt wie ein Blöder, ey. Jetzt müssen wir mit dem Trecker los. Mist, Alter. Ja gut, müssen wir mit dem Trecker los. Lässt sich ja nicht ändern. Dann habe ich noch ein gutes Kommentar gelesen. Da hat jemand die Idee geäußert. Alter, schmeiß doch einfach die Reisschüssel da hinten in den Koffer, in Hänger rein. Und fahr die dahin. Und das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee. Wenn das funktioniert, dann haben wir dann zumindest den Trecker da. Ah, jetzt müssen wir den sowieso erstmal wieder runterlassen. Wie viel Benzin hat denn der Trecker noch? Nicht, dass wir mit dem Scheiß auch stehen bleiben, ey. Ist auch halb voll noch, oder was? Wo ist denn hier? Ja, dann mach erst Driving Mode, wenn du dann beruhigt bist.
Entschuldigung. Achso, Handbremse war. Das war hier, ne? Wackel, wackel, wackel. So, jetzt können wir wenigstens mal wieder ordentlich dahin stellen, wo er am Anfang auch mal stand. Ja, weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja, hat funktioniert. So, die Gabel machen wir lieber mal ein bisschen hoch. Oder auch ganz hoch. Oh, jetzt hat sich die Maus wieder verabschiedet. Egal, fahren können wir ja. Ah, jetzt geht's wieder. Also sie geht immer aus für ein paar Sekunden und dann wieder an. Ne? Das ist völlig komisch. Hat der eigentlich auch... Achso, das war schon Hai, genau. Alter, was hat der denn für eine Bremse? Das Ding bleibt ja instant stehen, ey. Guck mal, das geht sofort, ey. Kumemishi. Ah, komm noch rum, ne? Oh, schaffe. Jetzt kratzt er schon ab. Und Sprit. Na, ich hoffe, wir kommen da mit einmal hin und zurück. Wenn nicht, ey, dann dreh ich durch. So, und wieder Holz wegbringen, ey. Unser Leben ist echt nicht leicht. Dann habe ich gelesen, viele von euch haben mittlerweile geschrieben, ey, löscht die Mesh-Datei. Es ist wohl die Datei, die den Schaden an dem Auto speichert. Jetzt würde ich das sogar gerne machen, aber seid ihr da alle für? Es gucken ja tatsächlich noch echt viele, die Folgen. Wenn ihr dafür seid, dann sagt mir mal Bescheid, dann löscht ihn nicht einfach. Dann ist das Auto zumindest mal wieder heil. Ob die Scheibe auch schon wieder drin ist, weiß ich nicht, aber die ganzen Dellen sind zumindest weg. Das hilft uns dann ja ungemein weiter. Wenn wir dann können wir das Geld wenigstens für Tuning-Teile ausgeben. Und tatsächlich mal die Karre fertig machen komplett und an Rennen teilnehmen. Weil das ist ja das, was wir eigentlich machen wollen, oder? Das sollten wir definitiv anstreben. Und wenn wir die Mesh-Datei halt löschen, erleichtert es uns auf jeden Fall ungemein. Ich bin eigentlich schon ganz stolz, dass wir jetzt schon 6.000 haben. Jetzt kriegen wir gleich nochmal 2 oder so dazu. Oder 3 sogar, ich weiß es gar nicht. Den haben wir ja schon gut Knete auf Tasche. Und leider dauert das ja noch ein bisschen. Normal müsste ich den Kram jetzt schneiden. Und zupp so da. Und zupp so wieder zurück. Na, hauptsache das Holz fällt nicht raus, ey. Aber jetzt wohl nicht. Machen wir mal ein bisschen Radio machen. Ja, was ist das denn für Mucke? Egal. Das ist mir auch ein bisschen Abwechslung, wenn man nicht immer nur mich labern hört und den Motor schreien, sondern auch mal wieder vernünftige Künstler anhören darf. Also Black Sabbath in den frühen Jahren. Oh, Trecker, mach hin da jetzt. Soll ich echt runterschalten? Ey, das ist so eine Assi-Kiste, ey. Trecker ist doch bekannt für Kraft. Ey, von Kraft merke ich hier nichts bei der Kiste. Ja, ein bisschen leider können wir ruhig. Kraft hat der nur, wenn es bergrunter geht, ey. Bock, schnell, langsam, schnell,
Langsam. Oh my goodness. Da wär's ja bekloppt. So, da die... Holz bleibt drin, ey. Scheiße, jetzt fällt die Maus aus. Ey, oh Mann. Ey, komm, lass mich wieder. Ah, jetzt. Oh my goodness, ey. Ja, zum Glück funktioniert immer alles bei mir. Hochgradig, gut vorbereitet, technisch ausgerüstet und alles Mögliche. Bei mir geht nie was schief. Nicht. Ah, zum Glück sind wir gleich da, ey. Wie das sagt der Tank? Ah, da sollten wir noch hin und zurück schaffen, ne? Das Ding ist, tanken müssen wir dann irgendwann. Dann müssen wir wahrscheinlich Kanister das nächste Mal mit zum Shop nehmen. Diese Kanister und dann mit dem Kanister den Träger tanken, aber mit dem, der fahr ja nicht auch noch ganz zum Shoppen oder was. So, eigentlich dachte ich, dass hier jetzt gleich die Abzweigung kommt, aber irgendwie habe ich wohl falsch gedacht, oder? Tatsächlich ging das mit dem Holzhacken ziemlich gut. Dadurch, dass er in der Halle stand, konnte ich den als immer ganz viel Holz hacken und dann die Dinger gleich instant da reinschmeißen. Das war super. Scheiße, ich hätte vielleicht vorher nochmal fertig üben sollen. Ja, weiß ja auch nicht, wie lange der scheiß Typ das Holz da jetzt annimmt. Dann nicht, dass er jetzt so, nö, Alter, bis 18 Uhr. Heute ist Freitag, wir früh Feierabend machen. Nimm Scheiß wieder mit. Ja, lass ihn den Hänger da auf dem Hof stehen, ey. Oh nein, die Maus, ey, das ist doch nicht normal, immer wenn ich mich umdrehe. Und, oh Mann, ich kann, ey, oh, Alter. Wow. Ey, jetzt die Maus schon wieder aus. Ey, Mann. Jetzt geht die auch gar nicht wieder an, oder was? Ey, Alter Schwede, zum Glück kommt das Holz da nicht raus. Guck mal, die Bremsspuren dahin, die Streifen. Kommt er nicht mit klar, ich schalte auf runter. Na endlich. Hier ist hier bergauf oder warum? Er zieht auch voll nach rechts jetzt. Ist jetzt kaputt oder was? Mehr als ein Zeig kriegt er jetzt hier nicht hin. Ich glaube das nicht, Alter. Womit haben wir das verdient, ne? Ich hoffe, wenn der Hänger voll ist, leer ist, meine ich, dass wir dann wieder mehr Wumms drauf kriegen, ey. Das ist auch immer schön, ey. Eine ganze Folge einfach nur die Fahrt. Also selbst die Fahrt dahin, das Holz wegzubringen, ist einfach für ein Let's Play kacke. Mann. Also muss ich das wahrscheinlich auch noch offscreen machen. Aber dann habe ich auf einmal 10.000 Euro mehr, weil ich da dreimal Holzwerk gefahren habe. Und dann sagt ihr auch, ey, nö, der cheatet ja, Alter. Was er ungern wollte. Das ist ja doof. Aber nächstes Mal fahre ich offscreen, ey. Das hat ja so keinen Wert. Ja, hör auf zu winken da. So, rückwärts Gang. Jo. Ist das so genehm, Alter? Also ein Stück weiter nach hinten. Du willst ja bestimmt nicht mitten auf dem Hof haben, ne? Wie war das nochmal mit Abkippen, ne? Mal kurz eine Trottel rein. Ja, hier eine Bremse rein. Und der hier? Ja, der war dann nicht, du.
Hä? Doch. Range Selector. Da ist auch noch. Rear Hydraulics. Sehr gut, der war das. Dann weiß ich nicht, was das hier ist. Natürlich hätte man hinten die Klappe aufmachen können vorher. Aber ist ja langweilig. Wie weit gehen wir noch hoch, ey? Okay. Jetzt machen wir die Klappe auf. Na, bisschen auf Spannung. Zack, 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 zack. Siinä on vähän vaavan paljaa. Jaa. Kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä... 3-2. Lisääkin tarvitsee näitä, niin voi jaksa tehdä sitten sillä rahalla. Warte, warte, wo? Ah, Mist, ei. Ei muuta kuin morjens. Was? Halt die Fresse. Mutterkuchen Macaroni, Alter, was ist er denn für ein hammerharter Typ, ey. Dann jetzt, wo war der Hebel nochmal? Da. Das wieder aus. Der Hebel bewegt sich aber irgendwie auch nicht. So, erstmal Gang wieder rein. Ach, war die ganze Zeit drin, Rückwärtsgang halt. Alter, lass mich doch mal bitte die Bremse da ziehen, Junge. Beziehungsweise lösen. Tür zumachen will er auch nicht. So, hau rein. 3200, das war nett, Alter. Scheiß auf deinen Briefkasten, den nehme ich gleich mit. So, das Ding. Ah, endlich. Jetzt müsste er runtergehen langsam. Ja. Sehr gut. Dann ist er ja unten, wenn wir zu Hause sind. Hammer, ey. Sprit. Ja, alles gut. Ein Hochschalten, auch kein Ding. Da kriegt er wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Sehr gut. Wie jetzt? Hat er keinen vierten? Was denn? Wieso wackelt er denn jetzt? Oh Mann. Oh Mann. Ja. Geht doch. Guck mal, wie ich eben gefahren bin. Ja. Ab im Wald, ey. Wie lange der braucht, um wieder unten zu sein? Oh, Alter. Dein Ernst? Mit Bergen hat er das nicht mehr. Zum Glück haben wir den hinter uns. Dann können wir ein bisschen beschleunigen auf 2 km/h. Sehr gut, jetzt haben wir knapp 10.000. Wenn ihr mir jetzt in diese Folge schreibt, ey, alles klar, löscht die Mesh-Datei, dann mach ich das. Und nimm danach erst wieder auf und dann. Ach komm, wir bestellen uns schon mal Tuning-Teile. Das machen wir diese Folge auf jeden Fall noch. Es tut mir jetzt auch leid, dass es echt nur Gefahren war. Es war vielleicht auch eine schlechte Idee, das Holz mit euch zusammen wegzubringen. Eigentlich war es ja auch anders geplant. Wir wollten das Holz ja wirklich mit dem LKW wegbringen. Wir dachten, wir sind schneller da. Hätten auch nochmal abpumpen können. Dann wären wir sogar über 10.000 gewesen. Aber, naja. In der Stadt gibt es ja auch noch so einen Autoshop, ne, wo du hier, wie heißt das, Inspektion machen lassen kannst und all so Scheiße. Ich will gar nicht wissen, was das noch alles kostet. Na komm, ey. Ach, er ist schon im letzten Gang, deswegen. Ich dachte, er ist immer noch im zweiten. Ey, und der Hänger ist wieder unten. Sehr gut. Ja, um die Ecke driften im Trecker. Jo. Das
Sehr gut. Mittlerweile mache ich gar keine Backups mehr, weil wir sterben ja schon fast gar nicht mehr. Sollte ich vielleicht doch Zinn demnächst mal wieder machen. Ja, super. Was sollen wir denn tun? Was haben wir denn bis jetzt bestellt? Also die Boxen haben wir bestellt und die Endtröde. Für mehr hatten wir noch kein Geld. Achso, und dann habe ich noch gelesen, dass man das Auto wohl auch noch lackieren lassen kann. Oder lackieren kann. Nicht lassen. Wieso gibt es denn jetzt die ganze Zeit Spuren? Was ist denn das? Hä? Wo war denn hier ein Hund? Oh, von Nachbars Mutti habe ich den Hund weggebügelt. Oh, mach ja nichts. Gibt's heute Abend wenigstens was zu essen. Man muss wohl hinten auf die Ecke sprayen und dann soll sich wohl der ganze Rahmen färben. Können wir auch gerne mal machen. Also der ganze Rahmen hoffe ich. Nicht, dass alle Teile sich dann aber noch färben, weil die halt schon dran sind oder so. Wir wollen ja eine bunte Kiste. Oder so ein Harlequin-Polo. Oh nein, die Maus schon wieder. Dein Ernst, Alter. Wir sind doch gleich da, Mann. Komm, lass mich nach vorne gucken. Bitte, bitte, lass mich nach vorne gucken. Maus! Hey, Maus ist aus. Ey, Mann, Alter, so lange... Komm. Alter, dieses Scheißteil, ey. Das Problem ist, ey, heute ist frei... Oh ja, sehr geil. Heute ist Freitag. Und die scheiß Maus soll erst Dienstag kommen. Aber ja, dann mach low, ey. Hauptsache, du kommst da aus dem Gebüsch raus, Junge. Ey, jetzt ist die Maus wahrscheinlich ganz down. Und ich weiß halt nicht, wo ich bin. Sehr gut. Ey, es ist doch echt nicht wahr, ey. Siehst du, es war eine schlechte Idee, mit der Maus aufzunehmen. Das habe ich mir gleich gedacht. Ich springe jetzt halt echt gar nicht mehr an. Sehr nice. Ja, dann schalt doch hoch mal. Hör auf, rumzuschreien hier mal. Ey, zu meiner fachlichen Inkompetenz kommt jetzt auch noch veraltete Schrotte-Technik, Alter. Das ist doch super high-end, ey. Oh my goodness. Nö, geht nicht wieder. Ich glaube, dann wäre es leicht schwer, nach Hause zu kommen. Aber eigentlich muss ich speichern. Ja, Mann. Ich liebe es. Ey, dein Ernst? Geh doch mal einfach wieder an! Alter, wenn die jetzt gar nicht mehr funktioniert, bin ich leicht am Arsch. Dann kann ich das Video ja noch nicht mal hochladen. Ey, wie kann man auch so dämlich sein und nur eine scheiß Maus im Haus haben? Wo bin ich, Mann? Ich glaube, ich bin zu Hause. Das Ding ist, ich kann auch gar nicht aussteigen. Oh Mann, ich bin zu weit gefahren, glaube ich. Ey, es tut mir wirklich leid. Ich verspreche, dass es spätestens in der nächsten Woche wieder um einiges besser laufen wird. Ja, leider kann ich nichts machen. Ich kann auch nicht mal doch bremsen. Aber er fängt ja wieder an zu rollen. Ich... Danke für euer Zusehen, auch wenn das super krass langweilig war. Nächstes Mal wird es definitiv wieder um einiges interessanter, denke ich mal. Wenn denn auch die Hardware wieder funktioniert, hoffe ich jedenfalls. Ich bin raus. Ciao.